Noch ist nicht Weihnachten, doch vermutlich werdet ihr, anders als ich, nicht erst am 28. Dezember eure Weihnachtsgeschenke kaufen. Deshalb habt ihr möglicherweise schon über Weihnachtsgeschenke nachgedacht. Und falls ihr noch nach einer Inspiration sucht, gibt es Autohersteller, die einige Vorschläge für euch haben. Automarken haben ja einen gewissen Wert. Alleine der Markenname klingt schon nach was. Bentley, Bugatti, Porsche. Und Autohersteller wären ja doof, wenn sie nicht versuchen würden, mit diesem Markennamen noch zusätzlich Geld zu verdienen, neben dem Verkaufen des eigentlichen Autos. Ja, manche dieser Sachen sind durchaus Geschenke, doch das wird jetzt gleich sehr merkwürdige Dimensionen annehmen. Woran denkt ihr, wenn ihr den Namen Suzuki hört? Kleine Autos, möglicherweise auch ein bisschen Fahrspaß, wie den Suzuki Swift, aber falsch. Woran ihr eigentlich denken solltet, sind Toaster. Stellt euch folgendes Szenario vor. Ihr Suzuki-Besitzer sitzt morgens beim Frühstück und ihr habt vergessen, welches Auto ihr fahrt. Und dann schaut ihr auf euren Toast, kurz bevor ihr ihn bestreicht, und denkt, aha, brennt das Suzuki S-Logo auf den Toast. Wir empfehlen 10x10 cm große Toastscheiben. Was kostet dieses tolle Produkt? 44,95 Euro. Da kann man noch nicht mal wirklich was sagen, oder? Gut, ob man das braucht, aber so viel Geld kostet es dann auch nicht. Ich werde jetzt langsam versuchen, das Ganze ein bisschen zu eskalieren. Es gibt nämlich großartige Dinge. Lamborghini. Neben den typischen Kleidungsaccessoires, T-Shirts, Hemden und so weiter bietet Lamborghini auch so ein bisschen Schlüsselanhänger, Handyhüllen. Ja, geht eigentlich alles auch noch in Ordnung. Und dann das beste Produkt von allen, der Lamborghini Huracan Reisekoffer. Er kostet? Was kostet denn? 80 Euro und ihr bekommt ihn in drei Farben. In grün gefällt er mir am besten. Wenn ihr an Bentley denkt, denkt ihr vermutlich nicht an Möbel, oder? Aber es gibt Möbel. Was sie kosten, kann ich euch leider nicht sagen. Das scheint eine dieser Seiten zu sein. Produkt auf Anfrage. Bentley Home. Discover the Collection. Und dann haben wir hier einen tollen Whitby Table. Es gibt ja den Spruch, Luxus geht immer. Egal wie die Weltwirtschaft gerade dasteht, reiche Leute kaufen immer noch unnötigen Kram. Unnötig. Dieser Tisch sieht aus wie etwas, was ich später in meinem ausgehöhlten Vulkan haben möchte. Okay, ich finde, jetzt ist es Zeit, nochmal eine Schippe oben drauf zu legen und zu den richtig absurden Dingen zu kommen. Auf der Webseite von Ferrari findet man auch hier die üblichen Kleinigkeiten. Doch das ist eigentlich nichts für den weltgewandten Sportfahrer. Was ihr eigentlich haben wollt, sind diese Dinge hier. Unter anderem eine originale Motorverkleidung eines Formel-1-Autos für schlappe 9.000 Euro. Wenn ihr eure Frau, Freundin, Freund mit etwas überraschen wollt, und ich garantiere euch, damit rechnet keiner, wie wäre es mit einer Formel-1-Motorabdeckung? Ich frage mich, ob dieses Vintage-Ferrari-Lenkrad im Maßstab 1:1 wirklich ein Original-Ferrari-Lenkrad ist oder nur eines, was Vintage aussieht. Nur eine Reproduktion, also bitte. Ist der Diffuser das teuerste, was es gibt? Nein, es wird besser. Na, du schenkst mir immer nur billige Dinge. Ich habe mir so viel Mühe gegeben und dann bekomme ich nur einen Schlüsselanhänger. Aber nicht dieses Jahr. Dieses Jahr bekommst du einen Original-Formel-1-Motor für 75.000 Euro. Ihr müsst bedenken, diese Sachen sind ja nicht nur zur Belustigung auf diesen Webseiten. Das verkauft sich vermutlich. Und wenn man einen Block verkauft, die verkaufen bestimmt mehr als einen Block, oder? Ich glaube, das sind bestimmt 10, 20, 30 im Jahr vielleicht. Büro, Eingangsbereiche, so ein Zeug. Porsche hat nicht nur einen Fanshop, sondern da seid ihr vielleicht auch schon mal drauf gestoßen, es gibt auch noch Porsche Design. Porsche Design kümmert sich speziell um Produkte, die eben nicht das Auto sind. Das sieht ja sehr cool aus, doch 3.500 Euro für eine Soundbar, ach, ich weiß nicht. Das ist aber noch nicht mein Favorit. Porsche Design hat ein paar richtig gute Sachen. Und, Moment, was haben wir noch? 460 Euro für so einen Stift, das ist schon ordentlich, aber gut. Fountain Pen, 25.000 Euro. Aber er ist aus solidem Gold und limitiert. Marketing und PR hat ja viel mit dem Erzählen von Geschichten zu tun. Oh, wie bindet sich dieses Produkt in euer Leben ein oder ihr habt dieses Produkt und euer Leben verändert sich auf diese Art und Weise? Bei dem nächsten Produkt habe ich keine Ahnung, wie man diese Geschichte in irgendeiner Weise mit Porsche in Verbindung bringen sollte. Es handelt sich nämlich um die Porsche Design Shisha. Das ist kein Witz, 1.650 Euro. Also bei AMG könnte ich das ja noch verstehen, die AMG Shisha, aber auch hier, ich wette, eure Oma wird nicht damit rechnen, wenn ihr ihr das schenkt.
es gibt irgendwann einen Punkt, an dem ihr so reich seid, dass nichts mehr eine Rolle spielt. Und an diesem Punkt braucht ihr das. Passend zu eurem Bugatti Chiron, einen gähnenden Löwen. 75.000 Euro, klarer Kristall. Das ist so klar, ich kann es kaum auf dem Bildschirm erkennen. Aber der tanzende Elefant für 5.000. Aus irgendeinem Grund sind diese Skulpturen im absoluten High-End-Luxusbereich relativ beliebt. Hersteller wie McLaren bieten das auch an. Was, wenn ich wie ein Jaguar riechen möchte? 7.500 Euro. Ja. Bugatti hat aber noch mehr, auch etwas, was wirklich konkret mit Autos zu tun hat. Wenn ihr 30.000 Euro übrig habt, könnt ihr euch dieses Bugatti-Modell besorgen, den Bugatti Baby 2, angetrieben von einem Elektromotor. 2,80 Meter lang und verstellbare Pedale. Ich finde es immer wieder erstaunlich, was es so gibt. Was sind denn eure Erfahrungen? Was ist das merkwürdigste Geschenk, was irgendwie mit Autos zu assoziieren ist, was ihr jemals bekommen habt zu Weihnachten? Mein Weihnachtsgeschenktipp ist übrigens ein zeitloser Klassiker, mit dem man nichts falsch machen kann. WD-40. Das schmeckt zu allem gut. Bis zum nächsten Mal.